Hallo und herzlich willkommen zur LS19 Challenge auf dem Zweisteinhof mit dem Mikado und dem Tiger Farm. Der Tiger Farm, ich weiß nicht genau. Die oder der Tiger Farm? Hi. Ich würde sagen der Tiger Farm, weil der Tiger, oder? Der Tiger. Das ist eine gute Herleitung. Gut, letzte Folge, das erste Mal mit Lohnunternehmer für unseren Hof. Ich würde dann auch gleich das Lohnunternehmen in Anspruch nehmen. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal hoch in meinen Channel. Habt ihr mal hier eure Privatsphäre. Jo, vielen Dank. Bis dann. So, liebes Lohnunternehmen. Ich hätte gleich einiges an Aufträgen für Sie. Ich hätte gerne einmal Düngen auf meinem Feld. Ja. Ich hoffe, das ist Ihnen möglich. Ja. Und außerdem, und wenn Sie haben, dann direkt noch mit einem Schwader zu mir kommen. Also einmal Düngen und einmal Schwader. Habe ich beides gerade noch nicht am Hof. Ja, dann. Sobald Sie das haben, können Sie gerne bei mir vorbeischauen. Ja, kaufe ich eben schnell. Jupp. Dünger müssten Sie auch kaufen. Stellen Sie dann einfach in Rechnung. Den notwendigen Dünger. So. Gut, ich hoffe, Ihnen gefällt es hier in der Gemeinde. Ja. Das freut mich. Sehr schönes Dorf hier. Ja, die Map ist. Die Umgebung ist schön. Ich kann Ihnen auch gleich, wenn Sie noch eine Weile brauchen, den Hof, den Weg zeigen, wie Sie am schnellsten zu mir nach oben kommen. Ja. Irgendwie hört sich die Maschine hört sich schon ein bisschen komisch an, aber Wartungsstau haben wir nicht. In welcher Wachstumsstufe ist denn das Feld? Oh, das ist eine gute Frage. Ob das überhaupt schon möglich ist. Zwei, glaube ich. Oder? Zwei. Gut. Ja, müsste zwei sein. Also es sollte düngbar sein. Aber jetzt habe ich mich verfahren. Hoffe ich zumindest. Wenn es nicht düngbar ist, dann werden wir einfach vorher mit dem Schwaden beginnen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, also Pflegebereifung ist noch nicht notwendig. So, ich bin auch gleich vor Ort beim Shop. Von dem her kann man da einen kleinen Konvoi starten. So, hat Ihnen die Arbeit beim Kollegen Mikado überhaupt Spaß gemacht oder hat er Sie zu sehr geknechtet? Hat Spaß gemacht. Okay, das höre ich ja nicht so gerne. Einen Ladewagen bräuchte ich aber nicht, gell? Achtung, up. Ach so, Sie haben sich jetzt gleich den großen Schwader Düngestreuer gekauft. Ja, na klar. Wäre es dann möglich, dass ich Ihren Dünger eventuell mit nach oben nehme? Dann müssten Sie nicht zweimal anfahren. Also ich habe genug drin. Aber ich brauche ja auch noch einen Schwader. Ja. Deshalb würde ich Ihren Schwader gleich mit nach oben nehmen. Ja. Sonst müssen Sie ja nachher noch mal runterfahren. Das wäre ja unnötig. Dann kaufe ich den eben. Bräuchte ich wahrscheinlich nur auf Ihrem Hof Lohnunternehmerstatus, dass ich den anhängen kann. Oder? Ja. Ja. Lohnunternehmerstatus. Tag. Geht das so einfach? Ah ja. Super, vielen Dank. Ist genau die richtige Breite. Ich komme von der anderen Seite. Folgen Sie mir unauffällig.
Mach ich. So, ich hoffe mal, dass wir hier einiges schaffen heute. Die Zeit 20.15 Uhr, Primetime. Ich habe vergessen, die Zeit hochzuschalten. Das ist so doof. Also 20 Uhr haben wir begonnen. Habe ich natürlich jetzt, naja. Verpennt. Etwas verpennt, ja genau. 5 Minuten. 5. Oh, sie blenden mich sehr. Ich sehe gar nicht, wo ich hinfahre. So, hier müssen wir abbiegen. Das sind hier die Schleichwege. Ja. Aber meiner Meinung nach die schnellsten. Verfügen Sie eigentlich schon über einen Ballenwickler? Noch nicht. Okay. Oh, ich sehe gar nicht, wo muss ich denn hin? Oh. Das ist wirklich minimal dunkel. Ja, das ist wirklich krass. Wenn du hinter mir fährst, dann sehe ich gar nichts. Also bitte auf dem Feld 1 einmal düngen. Ja. Sollte ja möglich sein, denke ich. Das ist möglich. Gut, wir werden uns dann, ich werde mich dann jetzt noch um ein paar Grasschwade kümmern. Die können dann nach dem Düngen von ihnen noch geschwadet werden. Also ich werde jetzt ein bisschen Gras mähen um die Felder rum und es müsste dann halt noch geschwadet werden. Nur zur Info, das Düngen kostet pro Stunde 1000. Pro Stunde 1000, kein Problem. So viel haben wir noch vorrätig. So, plus dann fange ich jetzt an. Ja, plus Anfahrt oder ohne Anfahrt? Plus Anfahrt. Okay, kein Problem. Oh, ich habe leider nicht düngbar. Doch nicht düngbar? Nee. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie einfach mit dem Schwader hinter mir herfahren. Okay. Ist nicht düngbar, ist ja doof. Da haben wir uns ein bisschen verkalkuliert. Und vor allem auch, dass ich hier selber einen Düngesteuer stehen habe, habe ich auch nicht bedacht. Wo hast du den Schwader hingestellt? Auf dem Hofgelände. Okay. Was würde das Schwaden kosten? 500 pro Stunde. Okay, ist ja sehr angenehm. Rechnen Sie auch halbe Stunden ab oder nicht? Nein, generell nicht. Also nur stundenweise? Also ich könnte es machen, ja. Es wäre möglich. Okay. Was hatte ich gefragt? Ob ich auch halbstündlich abrechne. Okay. Also pro eingefangene Stunde rechnen Sie ab? Ja. Okay. Ich bräuchte noch null Unternehmerstatus. Ach so, dass Sie das Feld bewirtschaften können. Ja, natürlich. Gut. Danke. Bitte. Ja, okay. Also 600 würden Sie dann kriegen? Genau. Also pro eine Stunde. Ja. Also die Antwort wird nur einmal berechnet. Ja, das ist klar. Deshalb, ich kann Ihnen dann auch gerne den Schwader wieder zurückbringen, wenn Sie wollen. Das ist, da Sie so kulant im Preis sind, kriegen wir das auch gut hin.
Dann komme ich Ihnen auch gerne entgegen. Muss ja auch meinen Ladewagen unten wieder abholen. Ja, so sehen wir doch gleich ein bisschen mehr. Mit Licht, ja. Tja, mit Arbeitslicht vorn. Gut, ich habe gehört, dass Sie morgen wieder beim werden Kollegen disponiert sind. Das ist richtig. Das ist schade. Weil morgen wäre wahrscheinlich die Erntereife gegeben. Die Wachstumsstufe. Ja, da kann man wohl nichts machen. Ich müsste mal kurz zu dem Kollegen Mikado. Einen Moment. Jupp. Klopf, klopf. Ja, was schon. Hallöchen. Ich wollte mal gerade anmelden, dass ich gerne die schwarzen Silagewicklungen hätte. Schwarze Silagewicklungen? Also die schwarzen Ballen. Ja. Was willst du mit schwarzen Ballen? Nee, ja, schwarze Ballen, dass ich das Vorrecht habe auf schwarze Ballen. Ach so. So meine ich das, ja. Dass wir da nicht durcheinander kommen. Ach so, ja, ja. Okay, gut, das war's schon. Okay. So. Gerade das Recht auf schwarze Ballen gesichert. Weil aus dem Gras hier wird man natürlich Silageballen machen. Wenn wir anders keine Silage generieren können, müssen wir das halt so machen. Ja. Zwar etwas umständlich, aber geht auch. Alles ist möglich. Tja. Da sagen sie was. Gut, dann fahren wir hier mal. Jetzt müssen sie gleich ein bisschen durchs Gestrüpp fahren. Aber sie sehen ja, glaube ich, wo es lang geht. Ja. Wir nehmen hier einfach die ganzen Grasflächen, die wir zur Verfügung haben. Ich muss halt jetzt das Lohnunternehmen ein bisschen rannehmen. Tut mir leid, wenn es ein bisschen stressig wird. Alles gut. Aber wir wollen natürlich produktiv sein. Von daher muss man auch Gas geben. Willst du denn Rundbein oder Quaderbein haben? Die werde ich dann in den nächsten Morgen selbst pressen als Rundballen. Weil Quaderballen müsste ich natürlich wieder extra wickeln. Da gibt es ein Gerät für. Genau. An den Schafen erstmal. Warum stehen sie denn? Haben sie Probleme? Nee, ich bin eben nur an den Baum festgehangen. Deswegen muss ich den einmal zusammenklappen. Ich hoffe mal, dass das hier nicht passiert. Da ist ein bisschen eng. Vielleicht fahren sie erst nochmal parallel zum Feld 1 dann. An der Ecke, wo ich gerade bin. Ja. Und dann hinten einfach wenden. Also da kann man dann nach rechts abbiegen, ganz am Ende. So, ich werde mal auf 120. Ja. Hallo, scheiße. Halt, stopp!
Rechnen Sie jetzt hier jede Stunde ab oder wie machen wir das? Vorspulen. Schwierig. Ja. Also daher, dass wir so schnell vorspulen, würde ich einfach nur einmal 500 Euro abziehen. Okay. Das ist sehr freundlich. Wo sind Sie denn? Ach so, Sie fahren da hinten an. Okay. Am Ende der Linie vielleicht einfach nochmal nach links unten abbiegen zu Ihrem Düngestreuer. Da ist auch nochmal eine Grasfläche. Ja. Dann hätte ich noch eine Frage, ob ich dann morgen Ihren Schwader mieten könnte. Ja, das geht. Was würde das kosten? Für mich und den Schwader, richtig? Ja. Ja. Das heißt, ich würde 250 verlangen für den Schwader. Wäre gesamt 750 plus 100 Anfahrt. Ja. Ist das richtig? Also ist 850. Ja. Das ist kein Problem. So, ich bin ein bisschen knausrig, das weiß ich. Ich fahre hier ganz schön knapp an den Bäumen vorbei. Probiere wirklich jedes Gras mitzunehmen, was nur geht. Aber Geld verdienen muss auch gelernt sein. Ja. Das Feld ist einmal gewachsen. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich denke, ich werde sie jetzt fürs Mähen Schwaden bezahlen und düngen werde ich dann morgen selber erledigen. So, hier haben wir schon. Ups, werde ich mal gerade schauen. Hier beim Hof gibt es noch eine Fläche. So. Halbe Stunde noch, dann haben wir 6 Uhr. Jetzt wird schon Dämmerung. Ich habe das Gefühl, das Lohnunternehmen wird sehr erfolgreich hier ankommen und auch viel Geld verdienen können. Ja. Also Leute, wenn ihr auch Geld verdienen wollt, so wie unser aktuelles Lohnunternehmen, dann bewerbt euch gerne noch unter varunamc@gmail.com oder einfach hier unter dem Video einen Kommentar oder auf Discord. Link ist in der Beschreibung. Und vielleicht kommt der Mikado jetzt gleich runter.
Guten Morgen, ist Hotel. Ja, guten Morgen. Ja. So, ich hoffe, du konntest auch deine Dinge erledigen, die du wolltest. Ja, eigentlich bin ich schon echt weitergekommen. Werde mal kurz das Lohnunternehmen bezahlen. Wieso kann ich. So kann ich dem Lohnunternehmer nichts bezahlen? Das kann ich nicht machen. Einfach auf die auf das Häuschen mit den drei Menschen. Ja, ja. Und dann auf mich gehen und da steht ganz oben Geld an Hof überweisen. Nee, von Hof entfernen. Muss ich erst den Lohnunternehmerstatus aufheben? Eigentlich nicht. Nee, das steht dann direkt bei Tiger Farm. Also bei Tiger Farm steht dann direkt Geld an Hof überweisen. Ja. Ah, Moment. Ich vermute. Ah, weil ich kein was haben Farmmanager Sie? Bist. Genau, weil ich kein Farmmanager war. Was haben Sie gesagt, was Sie wollen? 850, gell? Richtig. Die 50, hier wird schon mit Sie gesprochen, ey. Die 50 Euro sind Spesen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und wie gesagt, das eine Vehikel lassen Sie einfach mal irgendwo stehen. Ja. Vielen Dank. So, Mikado, dann. Morgen hast du wieder den Lohnunternehmer. Ach so. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Bis morgen. Ciao. Ciao. Ciao.